Willkommen zurück bei Obermatt Aktien investieren. Sie erinnern sich an meine Verletzung vom Boxkampf heute Mittag. Ich kämpfe mit meinen Freunden sehr gerne, jeweils am Donnerstag über Mittag. Da schlagen wir uns ein bisschen die Köpfe ein. Und ich habe in einem anderen Video gesagt, dass man Sport machen soll, auch dann, wenn man weiß, dass man sich verletzt. Denn wir leben das Leben nur einmal und Sport ist etwas sehr Gutes für uns, auch wenn es Risiken birgt. Ich habe dann gesagt, das Gleiche gilt für Aktien investieren. Sie sollten in Aktien investieren, auch wenn Sie ganz genau wissen, dass Sie Verluste machen werden. Und ich erkläre Ihnen das jetzt anhand von ein paar Zahlen. Es wird immer gesagt, man soll doch das Geld einfach in bar behalten. Bar ist das Sicherste. Oder ich habe alles auf meinem Bankkonto. Oder und mir kann nichts passieren, ist die gängige Meinung. Nun, was passiert auf dem Bankkonto? Nehmen wir an, Sie investieren 100 heute auf dem Bankkonto und es bleibt 30 Jahre auf dem Bankkonto. Wie viel ist es dann wert nach 30 Jahren? Ganz einfach, in der Regel ist es ungefähr 100 wert, gerade heute, wo die Zinsen sogar negativ sind. Nun schauen wir, was das bedeutet. In 30 Jahren, vom Jahr 1985 bis zum Jahr 2015, also in den letzten 30 Jahren, ist die Teuerung in der Schweiz 130 gewesen. Das heißt, Sie kaufen weniger mit den 100, als Sie am Anfang kaufen konnten. Denn die Teuerung hat einen großen Teil davon weggefressen. Sie haben also einen Verlust, wenn Sie das Geld auf dem Bankkonto liegen lassen, obwohl Sie das gar nicht wissen. Wie sieht das denn aus, wenn Sie das Geld in Gold investieren? Gold war doch eine super Investition, oder nicht? Nun, bei Gold ist es so, wenn Sie 100 in Gold investiert haben, ist das heute, lustigerweise, nicht gerade viel mehr wert als die Inflation. 130 nämlich in Schweizer Franken. Es ist mehr in Euro, es ist etwa 300 Größenordnung in US-Dollar. Der Schweizer aber hat mit einer Goldanlage in den letzten 30 Jahren gerade einmal nichts verdient. Wie sieht es nun aus mit Aktien? Nun, Aktien rendieren in der Regel etwa 8% pro Jahr. Das ist manchmal deutlich weniger, sogar negativ, manchmal ist es mehr. Wir wissen aber, dass Aktien ungefähr 8% rendieren über längere Zeiträume. Aus 8% Aktieninvestitionen werden, was denken Sie? 1.000 Franken nach 30 Jahren. 100 investiert in Aktien sind 1.000. Nun werden Sie sagen, ja, aber halt. Es könnte ja sein, dass wir am Schluss einen Crash haben. Nun, der Crash müsste 90% sein, das ist in der Geschichte noch nie vorgekommen, damit Sie so schlecht stehen wie mit Cash. In der Schweiz haben die Aktienmärkte nicht so gut rendiert über die letzten 30 Jahre. In der Schweiz war nur gerade etwa 600.000, vielleicht ein bisschen mehr, 600 herausgekommen aus diesen 100 Anfangsinvestitionen 1985. In Deutschland und in den USA waren es aber mehr. Dort waren es 1.200. Das heißt, sogar im schlechtesten Markt in der Schweiz haben Sie über die letzten 30 Jahre 6-mal mehr verdient, als wenn das Geld auf dem Bankkonto gelegen wäre. Also ein ganz, ganz großes Cushion. Und deshalb lohnt es sich, wenn Sie hin und wieder einmal einen Verlust machen, denn langfristig sieht es deutlich besser aus. Vielen Dank, dass Sie bei uns gewesen waren und ich hoffe, Ihnen haben diese neuen Einsichten in die Wirkungsweise der Anlagemöglichkeiten geholfen, die richtige Entscheidung selbst zu treffen. Bis bald.